Hi Leute, ich hoffe, es ist alles gut bei euch. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz über das Thema Zeit im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Hundes sprechen. Ja, Zeit, wie viel Zeit braucht man? Wie viel Zeit braucht ein Hund? Und warum schaffe ich mir überhaupt einen Hund an? Was gibt es da für Gründe? Und bin ich mir da im Vorfeld drüber im Klaren, was das für einen Zeitaufwand bedeutet. Ich höre sehr oft bei den Kliententerminen, die ich habe, dass die Leute sagen, ja, ach, mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Was braucht so ein Hund? In erster Linie natürlich Bewegung. Bewegung und nochmal Bewegung. Weil das liegt in deren Natur. Denn sie machen nichts anderes in freier Wildbahn, also freilebende Wildhunde, als in erster Linie laufen, den ganzen Tag laufen. Irgendwann wird da mal ein bisschen gejagt, dann wird gefressen und dann wird sich ein bisschen ausgeruht. Heißt also, das Prinzip Bewegung, natürlich Disziplin und am Ende dann auch ein bisschen Zuneigung in dieser Reihenfolge. Wobei Letzteres auch leider Gottes oftmals viel, viel zu umfangreich ausfällt. Und das ist gegen die Natur der Hunde, ja. Warum schafft man sich überhaupt einen Hund an? Was ist euer Grund, warum ihr euch einen Hund angeschafft habt? Oftmals ist es ein Ersatz für einen verloren gegangenen Partner, für ausgezogene Kinder, für die eigene Sicherheit, zur eigenen Bespaßung. Meiner Meinung nach sind das die verkehrten Gründe. Ich habe mir einen Hund angeschafft, oder? Ja, unser Rudel quasi, der Hunde wegen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, um den Hunden zu helfen, dass wir vielleicht, oder manche von euch wissen, sind alles Tierschutzhunde aus dem Ausland, um diese Hunde dort zu retten und den Hunden ein möglichst artgerechtes Leben zu geben. Nicht für meine eigene Bespaßung in erster Linie, das ist nicht der Punkt, ja. Und von daher muss ich dann auch, ja, muss ich meinen Tagesablauf entsprechend ausrichten, um den Hunden, ja, ein möglichst artgerechtes Leben zu verschaffen. Und das ist in allererster Linie Bewegung. Heißt, ja, morgens eine Viertelstunde, mittags eine Viertelstunde und abends eine Viertelstunde ist definitiv zu wenig. Dann sollte ich mir keinen Hund anschaffen, wenn ich nicht die Zeit dafür aufbringen kann, ja, ihm das zu geben, was er braucht. Ja? Heißt also im Klartext, ja, was soll ich sagen, unsere Hunde haben Minimum zwischen 4 und 5 Stunden Auslauf am Tag. Damit ist aber dann auch das gemeinsame Laufen in erster Linie gemeint, sprich also der Spaziergang in dem, in Anführungsstrichen, Rudel, als auch ja, ein gewisses Maß an Freilauf, wobei der Freilauf in erster Linie eine Belohnung ist und ja, nicht übermäßig gewährt werden sollte. Ja, ihr Lieben, denkt mal drüber nach. Leute, die keine Zeit oder nicht ausreichend Zeit haben und vielleicht den ganzen Tag über arbeiten sind und der Hund 6, 7, 8 Stunden alleine zu Hause sitzen muss, sollten meiner Meinung nach sich besser doch keinen Hund anschaffen, weil das ist alles andere als artgerecht und ja, ihr habt keine glücklichen Hunde. Glückliche Hunde sind die, die eben genau diese Auslastung bekommen, sowohl physisch als auch mental und ja, am Ende des Tages wirklich erschöpft und müde sind. Müde Hunde sind glückliche Hunde. Okay, denkt mal drüber nach. Danke euch fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.